Unsere Brunnenkühlschranke ist kaputt. Wir haben kein Wasser mehr. Wir müssen genau hier graben. Genau da, wo der Stock ist. Ja. Dann kommt der Brunnen. Dann haben Brunnen. Alter, hier ist schon ein Brunnen. Nee, doch nicht. Also, du seid weg. Los, schmeiß mal nicht so weit. Fertig. Alter, so beiseite. Ja, aber das ist kaputt. Schön für den. Ja, kann man einfach rein. Nehmen kurz. Nehmen! Ja, nehmen wir. Nein, Kleinhammer verrollen. Braucht man die Schaufel. So, Olli, Fusil freigelegt. Ja, ja, gut. Jetzt kommt der Deckel. Nein, nein. Warte. Nein, erstmal diese Eimerweise. Ah ja, stimmt. Wir müssen Platz haben. Und ja, das wäre so gut, als wenn die Pappen... Nein, die Pappen, die braucht man noch. Aber das Werkzeug drauflegen. So. So. Jetzt ab. Laura, warte mal. So. Geil. Geil. Cool. Da ist ja noch mehr Zeug drunter. Jetzt willst du, das ist bei dir. Hallo. Ich dachte, das wäre 50 Meter tief. Ja, auch. Oder ist das etwa alles zu? Oder vielleicht ist das hier unter dem Eimer. Hä, ja. Kannst du noch mal Folie drauf? So, Papa, jetzt hebst du den Eimer raus. So sieht der Eimer aus. Runder Eimer! Nein, das ist ein Kumpel. Süß aber. Es fließt aber. Das ist unsere Wasseranlage im Keller. Hier kommt Wasser rein und dann wird es hier nochmal gefiltert. Und dann kommt es hier entweder raus, wenn man es für den Garten oder so nehmen will. Und wenn wir es fürs Haus oben nehmen wollen, dann geht es hier durch die ganzen Schläuche durch. Und da wir heute rausgefunden haben, dass der Brunnen eben kaputt ist, also die Pumpe, deswegen wollen wir heute die Pumpe rausholen. Und da gibt es ja dann kein Wasser mehr aus dem Brunnen. Und deswegen müssen wir uns noch Wasser abzapfen, damit wir heute eben genügend Wasser haben. So, nicht so sehr viel. Und hier gibt es jetzt noch Wasser, weil das noch genügend Druck da ist. Weil wenn es ins Haus geht, dann muss es ja noch ein bisschen höher und dadurch ist da eben nicht mehr genügend Druck, dass da noch was rauskommt. Aber hier unten kann man jetzt nicht noch was nehmen, genau. Jetzt hat die Pumpe ihren Geist ganz auf. Okay, wir konnten jetzt noch zwei Kanister voll, aber jetzt kommt nichts mehr raus. Ich will nicht, dass ich Wasser. Große Sprudel kommt jetzt so. Und Papa? Jetzt kommt die Pumpe noch weiter, da kommt alles raus. Jetzt geht Papa raus. Kannst du irgendwie mal deine Nase? Warte, lass mal oben rein. Mal, wie schnell das geht. Ja, Flori, ihr könnt dann mal mit alle ziehen. Wir müssen mit dem Kabel irgendwo hin. Ihr legt das mal hier. Ich halte es erst. Oh, da geht es nicht. Soll ich wieder was halten? Lass mal erstmal. Wenn denn hier mal rutschen wir das. Thank you.
das ist die Pumpe. Ja, hier oben ist es gerissen. Es ist gerissen, also. Lass mal was probieren. Was an der das Pumpe. Ist jetzt vom. Mit der fertigen Pumpe in Ordnung. Das kann sein. So ist das ja rausgebrochen. Laura, jetzt geht kein Wasser mehr durch, weil wenn da hier. Das, da läuft das Wasser alles im Brunnen wieder raus. Aber eben nicht zu hoch uns. Ja, auch lernen. Oh. Da, guck mal, dort durch dieses Loch dort. Dann geht das Wasser durch. Und wenn das nicht mehr richtig zusammenhängt, dann kommt das Wasser einfach wieder in den Brunnen und nicht zu uns. Ja. Was ist? Ich prüfe das hier mal alles raus. Und dann müssen wir bloß gucken, was man da irgendwie im Baumarkt dann holt. Und das ist ja hier wie drauf geschossen auf das Ding. Das ist so fest. Nee. Nee, geht nicht. Müssen wir es zerbröseln. Genau. Mit Hammer. Mhm. Also wir haben ja jetzt die Pumpe reingestellt und kippen jetzt da Wasser rein. Und dann testen wir, ob die überhaupt noch geht. Weil wenn es nicht geht, dann müssen wir das hier ja nicht alles rausmeißeln und so. Weil, ja. Und entweder kommt hier ein riesen Wasserstrahl raus, dann geht sie doch. Oder der ist bloß hier so, dann ist sie kaputt. Oder es kommt gar nichts raus, dann verriegelt die das. Oder sie ist auch kaputt. Deswegen testen wir es jetzt. Unsere Pumpe ist ja Schrott, wie ihr gesehen habt, da kam viel zu wenig Wasser raus. Und dann müssen wir das jetzt alles hier abmachen und die ganzen Schläuche aufwickeln. Und dann tun wir die alle aufräumen. Und wenn dann die neue Pumpe uns geliefert wird, dann bauen wir alles wieder dran. Ja! Ja! Irgendwann auf dem Schrott geplant. Ja, auf dem Schrottplatz bringen wir die Pumpe dann. Weil kommt ja nichts mehr raus. Plus eine kleine Fontäne. Da müssen wir dann alles abschrauben. Und Tüten auf die Rohre hier drauf machen, damit da nicht irgendwas reinkrabbelt und alle hier Kabel aufwickeln. Dann tun wir es in unseren Keller und dann und warten wir, bis die neue Pumpe kommt. Ja, das müssen wir abmachen. Und dann bauen wir alles rein. Ja, Schmunk. Wir ziehen jetzt hier die Tüte drauf. Damit kein Tier reingeht und die Rohre nicht verstopfen, weil sonst nützen sie uns ja nichts, weil bringt ja nichts. Und jetzt machen wir noch ein Gummi drauf, damit das dann auch hält und nicht so leicht abgeht, wenn der Wind mal bläst oder so. So. Und das ist jetzt alles fertig. Jetzt ist das Rohr zu und da kann kein Tier mehr rein und nichts mehr rein. Ist jetzt fertig und da ist jetzt das Rohr abgeschlossen. Sophie, zieh das die Schnur einfach durch, genau. Gut. Ja. Das wird schwer. Ich schaff das schon. Man muss aber öfters drücken. Das ist das Problem an diesem Ding. Ja, und dann durch. Hat man durch. Papa, mach schon, das ist da ein Kabel drin. Das ist noch